Okay, jetzt ernst. Bereust du unsere Beziehung? Nein. Nein, ich bereue nicht unsere Beziehung, weil du weißt, du bist die erste Frau, wo ich mich verliebt habe. Das habe ich dir auch immer gesagt. Das wird sich auch nicht ändern. Deswegen wirst du auch immer in irgendeiner Art für mich besonders sein. Das nochmal so auch aus seinem Mund zu hören, das war schon schön. Wieso waren die materiellen Geschenke immer so wichtig? Ich denke mal, dass es geht um die Kette. Wieso gibst du dir keine Mühe und besorgst das richtige Geschenk? Darum ging es mir halt eher und nicht um das Materielle an sich. Warte kurz. So, ich weiß, dass du nicht eine materielle Frau bist. So. Mir geht es darum, dass wenn ich zum Beispiel zu deinem Geburtstag komme, du machst mein Geschenk auf, du hast da so ein Theater gemacht. Nein, das ist so doch gelogen. Am Essenstisch vor meiner Familie habe ich niemals eine Szene gemacht. Doch, du hast eine Szene gemacht, sogar deine Eltern. Ich lüge nicht. Ich schwöre. Du warst da, hast eine Szene gemacht, so nicht so, so gebrüllt und so. Aber man hat gemerkt so, du warst überhaupt nicht zufrieden. Ja, du weinst, aber das ist die Wahrheit. Wieso weinst du jetzt? Ich verstehe nicht, wieso du so Sachen sagst. Weil das die Wahrheit ist. Nein. Und ich habe dir vor Ort gesagt, hör auf, bitte jetzt so eine kleine Prinzessin zu sein. Bei dir ist dein Geburtstag das Event des Jahres. Ja, ich weiß. Okay, zieh's nicht wieder ins Lächerliche. Ganz Köln soll's wissen. Und ich fand's nicht so gut, dass du dir einfach keine Mühe gegeben hast bei mir. Ich finde nicht, dass ich mir keine Mühe gegeben habe. Es fängt an zu regnen, ist gut, es ist so dramatisch. Ich dachte, ich bin so ein Shakespeare-Ding, weißt du, so auf einmal voller Regen, voll dramatisch und so auf einmal Gewitter. Wieso hast du nach unserer Trennung nochmal mit mir geschlafen? Weil ich es wollte. Warum? Weil es einfach so Gewohnheit war? Oder, also weil, ganz ehrlich, du Nein, hast halt Sandra, Schluss gemacht, du hast mich in dem Moment voll gehasst. Ich habe Schluss mit dir gemacht, aber zwei Tage später dich hast du mit mir geschlafen. Ja, natürlich. Weil in dem Moment hat es mir gut getan, dich wiederzufinden. Aber weil du so Scheiße gebaut hast, dann sage ich, hey, mach da keine falschen Filme. Nur du und ich wissen, was da gesprochen wurde. Wo wir miteinander was hatten. Und ich weiß ganz genau, was ich dir gesagt habe. Du willst nur, dass es jetzt nicht so heißt, dass du mir irgendwelche Hoffnungen gegeben hast oder so. Aber es ist logisch. Ich habe dir Hoffnungen gemacht. Was bedeute ich dir noch? Ich denke, dass du mir noch sehr viel bedeutest, weil sonst würde es mir nicht so wehtun. Vielleicht, weil ich das Gefühl habe, dass es nicht hätte so sein müssen, weißt du? Natürlich hätte es nicht so sein müssen, wenn alles gut wäre bei Temptation. Ich glaube, wenn man sagen würde, ja, okay, komm, ist jetzt ein Jahr vorbei, hat halt nicht so gepasst, ne? Alles cool, so und so, dann wäre es vielleicht einfacher. Aber sobald ich mit ihm spreche, kommt das alles wieder so hoch und dann ist es so... Ja, voller Emotionen halt. Wir hätten danach vernünftig reden müssen. Nein, nein. Vielleicht kommen wir deswegen nicht so miteinander auf einen Punkt. Das siehst du einfach anders als ich und deswegen werde ich auf das nie deine Meinung sein und deswegen haben wir uns seit so lange nie verstehen können, weil du sagst, es ist wegen Temptation, dass du so kalt bist. Natürlich bin ich kalt mit dir wegen Temptation. Ja. Okay. Nee. Es geht darum, dass ich nicht einfach das wegschmeißen wollte, wie du, okay? Sie mag es schon manchmal, manche Situationen so drehen, so wie die das haben will, sagen wir mal so. Ich sehe das halt anders, so. Du hast da dein Ding gemacht bei Temptation, deswegen hat es nicht geklappt.